Die Freie Wähler Landtagsfraktion hat sich zur Frühjahrsklausur im niederbayerischen Straubing getroffen. Mit den Schwerpunkten Mindestlohnbürokratie, nachwachsende Rohstoffe für die Energiewende sowie Medienpolitik in Bayern setzen die Abgeordneten auf genau die richtigen Themen, ist sich Fraktionschef Hubert Aiwanger sicher. Ich bin überzeugt, dass wir Freien Wähler ja ganz gut dastehen, weil wir die Themen richtig anfassen. Wir haben bei den Studiengebühren damals gewonnen, Abschaffung der Studiengebühren. Wir sind derzeit auch richtig unterwegs mit der Thematik Wahlfreiheit, 8- und 9-jähriges Gymnasium. Und wir haben auch wieder recht, wenn es darum geht, diese Mindestlohnbürokratie zu kritisieren. Hier muss dringend nachgebessert werden. Das kann so nicht stehen bleiben, dass man beispielsweise am Bauernhof mitdokumentieren muss, wie viel der Einzelne ja in der Familie arbeitet. Das geht so nicht. Da muss hier Korrektur herbeigeführt werden. Da hat die CSU große Fehler gemacht und wir Freien Wähler sind dabei, hier auf diese Fehler aufmerksam zu machen. Ein weiteres wichtiges Thema in Straubing war die Bewältigung der Energiewende. Hier spielt unter anderem der umweltfreundliche Einsatz von Biomasse eine große Rolle. Beim Besuch des CONARO, des Kompetenzzentrums für nachwachsende Rohstoffe in Straubing, informierten sich die Abgeordneten über den aktuellen Forschungsstand. Der energiepolitische Fraktionssprecher Thorsten Glauber zeigte sich beeindruckt. Die Spitzenreiterfunktion in Bayern ist gegeben. Leider sind für viele Pflanzen, für viele Forschungen im nachhaltigen, im nachwachsenden Bereich, sind in Bayern erfunden, erforscht. Und dann finden sie aber keinen Markt. Und da ist die Staatsregierung nach wie vor gefordert. Nehmen wir das Beispiel der Pflanzenöle. Dort war im Prinzip die Pflanzenöle etabliert, Pflanzenöl auf dem Markt, Fahrzeuge wurden umgerüstet auf Pflanzenöle und dann besteuert man Pflanzenöl genau gleich wie Mineralöl. Für uns unverständlich, von jetzt auf gleich wurden alle Ölmühlen, wurde der Markt den Ölmühlen entzogen. Ein schwerer Schlag für die Energiewende, für die erneuerbaren Energien. Die Freien Wähler trafen sich außerdem mit Experten aus der Region, die aus ihrer Praxis über verschiedenste Themen und politische Probleme berichten konnten. Unter ihnen der Zeitungsverleger Professor Dr. Martin Balle und der niederbayerische Bauernverbandspräsident Gerhard Stadler. Während der Gespräche zeigte sich erneut, die Freien Wähler wollen sich weiter für den Mittelstand einsetzen. Er ist das Rückgrat der Gesellschaft und benötigt daher massive politische Unterstützung.